Hey und willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video behandeln wir das Bora-Pokémon Nidoking. Nidoking ist ein offensives Pokémon, welches über sehr durchschnittliche Werte verfügt. Der beste ist der 102er Angriffswert, gefolgt von 85er Initiativ und Spezialangriffswert. Es ist nicht das tankieste Pokémon, kann aber dennoch sowohl physisch als auch speziell etwas aushalten. Durch die Typenkombination aus Gift und Boden ist Nidoking immun gegenüber Elektroattacken und resistent gegen Attacken der Typen Gift, Käfer, Gestein und Fee. Nidokings Schwächen hingegen sind Wasser, Eis, Boden und Psycho. Nidoking kann über drei verschiedene Fähigkeiten verfügen. Die erste ist Giftdorn, mit welcher es gegnerische Pokémon vergiften kann, die Kontakt herstellen. Eine andere Möglichkeit wäre Rivalität, mit welcher es mehr Damage an männlichen Pokémon anrichten wird, jedoch auch weniger an weiblichen. Das würde dem Kampf einen ziemlichen Random-Faktor hinzufügen und nicht zwingend ein Vorteil sein. Die beste Fähigkeit für Nidoking ist die Rohe Gewalt. Rohe Gewalt verstärkt Attacken mit Zusatzeffekten um 30%, nimmt aber auch diesen Zusatzeffekt weg. Das heißt, ein ziemlicher Damage-Boost auf vielen Attacken. Wie schon erwähnt, wird Nidoking offensiv gespielt. Die aktuell öfters gespielte Variante ist sogar die spezielle, weshalb wir mit dieser anfangen. Abseits von der rohen Gewalt kann man ein scheues oder mäßiges Wesen spielen und packt die EVs in den Spezialangriff und die Initiative. Man kann es sogar mit Zauberraum spielen, hierfür sollte man dann ein ruhiges Wesen mitnehmen und die EVs nicht in die Initiative, sondern in die KP stecken. Und als Item dient der Lebenorb, um den Damage noch weiter zu erhöhen. Bei den Attacken ist Nidoking sehr eindimensionell aufgestellt und das bedeutet angreifen, angreifen und angreifen. Im Prinzip nimmt man immer für die Step-Angriffe Erdkräfte und Matschbombe mit und kann sich mit einem Schutzschild absichern. Für die Coverage-Attacke hat man dann unter anderem Attacken wie Flammenwurf, Surfer, Donnerblitz, Spukball, Fokusstoß, Drachenpuls und so weiter zur Verfügung. Die physische Variante wird wie so oft auch hier mit den Äquivalenten der speziellen Version gespielt. Bei den Attacken geht man nach demselben Prinzip und hat für die Step-Attacken Erdbeben und Gifthieb zur Verfügung. Für die Coverage-Attacken hat man dann Attacken wie Vielender, Donnerschlag, Eishieb, Feuerschlag, Durchbruch, Neckstrike und Schmalhorn zur Auswahl. Zu den Countern und Checks gehören vor allem die Pokémon, die die Schwächen von Nidoking ausnutzen können. Ansonsten muss man einfach schauen, ob es ein schnelles Nidoking ist, dann würde es sich selbst im Bizarro-Raum anbieten zum Countern. Oder wenn es im Bizarro-Raum gespielt wird, dann sollte man diesen mit einem Verhöhner oder ähnlichem unterbinden. Bei einem Partner- und Team-Pokémon kann man sich auf Speed-Controller verlassen. Das bedeutet, je nach Ausrichtung entweder Pokémon, die den Bizarro-Raum oder den Rückenwind hervorrufen können. Ansonsten bieten sich auch alle Redirect- bzw. Seitentausch-Pokémon an, die Nidoking mehr Sicherheit bieten können. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!